Nun die letzte. Aber du musst sehr vorsichtig sein, Zoe. Ich hab's gleich geschafft. Gut gemacht, Zoe. Das war zu erwarten. Wer möchte frisch gebackenen Birnenkuchen? Ich bitte. Ich auch. Ich stelle nur die Leiter weg. Gut. Stell sie bitte in den Lagerraum. Ein Stück für Harvey. Ein Stück für Zoe. Und ein Stück für... Lassie. Mrs. Lee, darf ich mal gucken, was da drin ist? Aber ja, bitte. Oh, sieh mal an. Probier ihn ruhig mal auf. Er steht dir ausgezeichnet. Woher haben Sie den Hut? Er gehört einem alten Freund von mir. Er heißt Dan Montaigne. Echt? Dan Montaigne? Im Ernst? Er hat sein eigenes Schießpulver hergestellt und das erste Kraftwerk im Tal errichtet, habe ich gelesen. Dan Montaigne? Der Dan Montaigne, der den Schatz gefunden hatte? Glaubst du etwa an die alte Legende? Klar. In jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit. Und das bedeutet, dass es hier irgendwo in der Nähe einen Raum voller Juwelen gibt. Das hier ist der Schatz von Dan. So ziemlich alles, was er besaß, ist hier drin. Ehrlich? Irgendwann hatte ich Dan nach seinem angeblichen Schatz gefragt. Und da hat er mir die Schachtel gebracht. Dan pflegte zu bemerken, wenn du einen Schatz suchst, sieh am besten hier oben nach. Das heißt, alles ist nur Einbildung? Hey, in der Hutkrempe steckt Papier. Mein Opa hat das auch gemacht, damit sein Hut besser passt. Aber Dan hatte einen ziemlich großen Kopf. Wieso steckt dann in dem alten Hut Papier? Um ein Geheimnis zu bewahren. Eine Karte. Wow. Was haben Sie denn da? Nichts, was für Sie von Interesse wäre. Und Nick, wie läuft denn Ihr Geschäft? Ah, mehr schlecht als recht. Zurzeit sind nicht viele Touristen unterwegs. Pack die Karte weg. Dem traue ich nicht. Wollen Sie die Sachen da kaufen? Ah, lassen Sie mal. Ich hab's mir anders überlegt. Ich mag den Typ nicht. Wonach hältst du Ausschau? Ob Lassie da drin ist? Ich bin hier. Oh, Lassie! Was für ein Zufall! Schön, dich zu sehen. Gibt's was Neues? Die Kinder haben hier im Geschäft eine Schatzkarte gefunden. Einen Schatz? Mitten in einem Geschäft? Nein, eine Karte. Für einen Schatz, der versteckt ist. Dann auf Wiedersehen, Mrs. Lee. Mal sehen, vielleicht finden wir ja was. Auf Wiedersehen, Kinder. Seid schön vorsichtig. Ich muss gehen, Biff. Bis dann. Lassie, wo bleibst du? Das ist kaum zu glauben. Im Geschäft von Mrs. Lee soll es einen richtigen Schatz geben? Yep, das hat mir Lassie erzählt. Wow, Mrs. Lee freut sich bestimmt, dass sie einen Schatz hat. Deshalb lächelt sie immer so glücklich. Vielleicht gibt sie uns ein bisschen was von ihrem Schatz ab. Niemand gibt etwas von seinen Schätzen ab. Vergiss es. Schätze teilt man nicht. Also, wer von euch hat einen Wunsch, den er sich nie erfüllen konnte? Ich. Ich auch. Was ist denn los, Lassie? Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Das verstehe ich nicht. Wir sind bisher genau nach der Karte gelaufen. Hier muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Ich vermute, dass Dan Montaigne ein bisschen geflunkert hat. Sieh dir mal die Form dieser Felsen an. Total cool, oder? Warte mal kurz. Komm, Lassie, weiter. Für Mrs. Lee. Was sollen die Fotos? Wir bringen ihr einen richtigen Schatz. Zoe, warte! Beeil dich! Lassie! Komm endlich!
oder verschwinde. Du dämlicher Hund. Nick hat weit mehr Grips als du. Genau hast du den Schatz gewichtet? Nirgendwo. Lassie hat gesagt, dass der Schatz versteckt ist. Warte mal. Du weißt nicht, wo er sich befindet? Das glaube ich jetzt nicht. Versteckt ist eben versteckt. Ich nehme an, du hast keinen blassen Schimmer von Schätzen, die versteckt sind, nicht wahr? Klar habe ich Ahnung. Allein wenn ich das Wort Schatz höre, mache ich mich sofort in die Spur. Hier ist es doch. Hätte ich mir denken können. Hört zu, alles ganz einfach. Wenn jemand einen Schatz versteckt, packt er ihn dahin, wo er schwer zu finden ist, damit ihn kein anderer aufspürt. Das heißt, der Schatz muss hier sein, da, ganz oben. Das ist doch nur eine Büchse Erbsen. Er befindet sich in der Büchse, weil er nämlich versteckt ist. Wie kriegen wir die Büchse herunter? Nichts leichter als das. Wir starten die Mission Leiter. So, das meiste sind Wegmarkierungen. Aber was bedeutet das Knäuel da? Eine Figur oder eine Markierung? Es muss irgendetwas Besonderes sein. Es ist ein Baum. Eine Borstenkiefer. Wer hat es drauf? Okay, Lassie natürlich. Oh, sieh mal da oben. Was ist das? Scheint irgendeine Art Band zu sein. Danke, Lassie. Du bist die Beste. Sei vorsichtig, Zoe. Einen Moment mal. Hier ist noch ein Hinweis. Was für einer? Das sind Wasserlilien. Dort sind Wasserlilien? Mögen Biber vielleicht Wasserlilien? Ja, Biber mögen Wasserlilien sogar sehr. Warum? Weil dort Beaver Creek ist. Komm schnell, wir laufen zum Wasserfall. Ja. Was zum Wasserfall? Perfekt. Und wo sehen wir am besten nach? Irgendwo muss es einen Hinweis geben. Gehen wir runter. Warte. Ein Vergleich mit der Karte. Ich kann nichts entdecken, das aussieht wie auf der Karte. Aber es muss in der Gegend sein. Was denn? Eine Schachtel. Und darin ist ein neuer Hinweis. Cool. Und wohin jetzt? Das könnten Berge sein. Wir gehen am besten die Serpentinen hinunter. Ja, wenn das auf der Karte welche sein sollen. Das kommt mir irgendwie zu einfach vor. Mal dort, Harvey! Das ist der Wasserfall! Wirklich sehr interessant.
Denkt nicht, dass ihr mein Geschäft ausplündern könnt. Verschwindet! Weg! Frechheit! Miff, komm sofort her! Was, eine Büchse Erbsen? Das kann nicht sein. So was Verrücktes. Und wie weiter? Auf der Karte geht es offensichtlich auf der anderen Seite weiter. Was denn für eine andere Seite? Wo ist sie nur hin? Wenn ich das wüsste. Sie muss hinter dem Wasserfall sein. Pass auf! Willst du da ernsthaft durch? Na klar will ich das. Zoe! Zoe? Alles in Ordnung? Wow. Lassie, du bist wirklich unschlagbar. Ist dir das klar? Gehen wir. Komm schnell! Da muss irgendwas sein! Die ist für dich! Lass uns nachdenken. Eine Karte, die keine ist, der Wasserfall, der Hut von Dan. Nichts ist wirklich so, wie es zu sein scheint. Diese Tür aber ist eindeutig eine Tür. Nein, hier ist der Schatz. Und jetzt gehört er mir. Nick, wie sind Sie denn hierher gekommen? Tja. Ihr beide habt mich geradewegs zum Schatz geführt. Vielen Dank. Dann sehe ich mir meinen Schatz mal an. Das dürfen Sie nicht. Warte. Worauf, Harvey? Der Schatz gehört uns. Nein, da irrst du dich. Er gehört nur mir. Gleich geht's. Los! Ich schätze, du hattest recht. Alles in Ordnung bei Ihnen da unten? Wie geht's Ihnen? Holt mich gefälligst hoch. Dem geht's gut. So kann er uns nicht stören. Keine Sorge, wir sind gleich zurück. Wenn die Tür keine Tür ist, was ist es dann? Vielleicht hilft die Karte. Dort! Dankeschön, Lassie. Wow! Eine riesige Höhle. Da ist ein Sessel. Sieht nicht nach einem Schatz aus. Merkwürdig. Ein Sessel in einem großen leeren Raum. Hier ist nichts Besonderes zu entdecken. Was gibt's, Lassie? Sieh mal, da ist doch ein Hebel. Mein Vater hat einen Liegestuhl. Mit dem Hebel bewegt man ihn nach hinten. Pass auf! Okay.
Okay, was geht denn jetzt ab? Wow! Wie schön! Oh-oh. Nick? Wow, wie das funkelt. Ich bin steinreich. Steinreich? Vergessen Sie es. Das darf man sich ansehen, aber nicht mit nach Hause nehmen. Was du nicht sagst, Kleine. Smaragde, kostbare Steine. Ich bin reich. Steinreich. Nick, hören Sie auf! Eine Falle! Weg hier! Sonst werden wir eingesperrt! Lassie, hilf uns! Was? Komm, es wird Zeit, dass wir nach Hause gehen. Wiedersehen, Nick. Hey, lasst mich hier nicht allein, hört ihr? Sieht nicht nach einem Schatz aus, habe ich recht? Eher wie gewöhnliche Erbsen. Jemand muss uns zuvorgekommen sein. Er hat den Schatz entwendet und die Büchse mit Erbsen gefüllt. Wow, die sind vorzüglich. Wirklich? Ja, koste mal eine. Stimmt. Wenn jemand Hunger hat, sind Erbsen so kostbar wie ein Schatz. Ich hab's euch gleich gesagt. Houdini der Hamster, ein Schatzsucher vom Feinsten. Kostet nur leckere Erbsen. Wer hätte das gedacht? Dan hatte letzten Endes tatsächlich einen Schatz. Aber einen, der nicht reich macht. Wollt ihr weiter nachforschen? Ich denke, dass der Schatz von Dan Montaigne gut aufgehoben ist, wenn er als Legende existiert. Genau. Deshalb sollte der Ausflug unser Geheimnis bleiben. Den wir nie vergessen werden. Und so wird unser Park vor Schatzsuchern bewahrt. Ja, und wie Dan zu sagen pflegte? Der wahre Schatz ist hier oben zu suchen. Und da drin, stimmt's, Lassie? Letzte. Aber du musst sehr vorsichtig sein, Zoe. Ich hab's
gleich geschafft. Gut gemacht, Zoe. Das war zu erwarten. Wer möchte frisch gebackenen Birnenkuchen? Ich bitte. Ich auch. Ich stelle nur die Leiter weg. Gut. Stell sie bitte in den Lagerraum. Ein Stück für Harvey. Ein Stück für Zoe. Und ein Stück für... Lassie. Mrs. Lee, darf ich mal gucken, was da drin ist? Aber ja, bitte. Oh, sieh mal an. Probier ihn ruhig mal auf. Er steht dir ausgezeichnet. Woher haben Sie den Hut? Er gehört einem alten Freund von mir. Er heißt Dan Montaigne. Echt? Dan Montaigne? Im Ernst? Er hat sein eigenes Schießpulver hergestellt und das erste Kraftwerk im Tal errichtet, habe ich gelesen. Dan Montaigne? Der Dan Montaigne, der den Schatz gefunden hatte? Glaubst du etwa an die alte Legende? Klar. In jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit. Und das bedeutet, dass es hier irgendwo in der Nähe einen Raum voller Juwelen gibt. Das hier ist der Schatz von Dan. So ziemlich alles, was er besaß, ist hier drin. Ehrlich? Irgendwann hatte ich Dan nach seinem angeblichen Schatz gefragt. Und da hat er mir die Schachtel gebracht. Dan pflegte zu bemerken, wenn du einen Schatz suchst, sieh am besten hier oben nach. Das heißt, alles ist nur Einbildung? Hey, in der Hutkrempe steckt Papier. Mein Opa hat das auch gemacht, damit sein Hut besser passt. Aber Dan hatte einen ziemlich großen Kopf. Wieso steckt dann in dem alten Hut Papier? Um ein Geheimnis zu bewahren. Eine Karte. Wow. Was haben Sie denn da? Nichts, was für Sie von Interesse wäre. Und Nick, wie läuft denn Ihr Geschäft? Ah, mehr schlecht als recht. Zurzeit sind nicht viele Touristen unterwegs. Pack die Karte weg. Dem traue ich nicht. Wollen Sie die Sachen da kaufen? Ah, lassen Sie mal. Ich hab's mir anders überlegt. Ich mag den Typ nicht. Wonach hältst du Ausschau? Ob Lassie da drin ist? Ich bin hier. Oh, Lassie! Was für ein Zufall. Schön, dich zu sehen. Gibt's was Neues? Die Kinder haben hier im Geschäft eine Schatzkarte gefunden. Kommt mir irgendwie zu einfach vor. Sieh mal dort, Harvey. Das ist der Wasserfall. Wirklich sehr interessant. Denkt nicht, dass ihr mein Geschäft ausplündern könnt. Verschwindet! Weg! Frechheit! Miff, komm sofort her! Was, eine Büchse Erbsen? Das kann nicht sein. So was Verrücktes. Und wie weiter? Auf der Karte geht es offensichtlich auf der anderen Seite weiter. Was denn für eine andere Seite? Wo ist sie nur hin? Wenn ich das wüsste. Sie muss hinter dem Wasserfall sein. Pass auf! Willst du da ernsthaft durch? Na klar will ich das. Zoe! Zoe? Alles in Ordnung?
Wow. Lassie, du bist wirklich unschlagbar. Ist dir das klar? Gehen wir. Komm schnell. Da muss irgendwas sein. Die ist für dich. Dort vorne ist etwas zu erkennen. Ja. Das wird es sein. Du hast recht. Genau das muss es sein. Der Schatz von Dan Montaigne befindet sich bestimmt hinter dieser Tür. Das ist total irre. Zoe, tu's nicht. Ich bin sicher, dass wir hier richtig sind. Lass uns nachdenken. Eine Karte, die keine ist, der Wasserfall, der Hut von Dan. Nichts ist wirklich so, wie es zu sein scheint. Diese Tür aber ist eindeutig eine Tür. Nein, hier ist der Schatz. Und jetzt gehört er mir. Nick, wie sind Sie denn hierher gekommen? Tja, ihr beide habt mich geradewegs zum Schatz geführt. Vielen Dank. Dann sehe ich mir meinen Schatz mal an. Das dürfen Sie nicht! Warte! Worauf, Harvey? Der Schatz gehört uns! Nein, da irrst du dich. Er gehört nur mir. Gleich geht's! Los! Ich schätze, du hattest recht. Alles in Ordnung bei Ihnen da unten? Wie geht's Ihnen? Holt mich gefälligst hoch! Dem geht's gut. So kann er uns nicht stören. Keine Sorge, wir sind gleich zurück. Wenn die Tür keine Tür ist, was ist es dann? Vielleicht hilft die Karte. Dort! Dankeschön, Lassie. Wow! Eine riesige Höhle! Oh. Da ist ein Sessel! Sieht nicht nach einem Schatz aus. Merkwürdig. Ein Sessel in einem großen leeren Raum. Hier ist nichts Besonderes zu entdecken. Was gibt's, Lassie? Sieh mal, da ist doch ein Hebel. Mein Vater hat einen Liegestuhl. Mit dem Hebel bewegt man ihn nach hinten. Pass auf! Okay, was geht denn jetzt ab? Wie das funkelt. Ich bin steinreich. Steinreich? Vergessen Sie es. Das darf man sich ansehen, aber nicht mit nach Hause nehmen. Was du nicht sagst, Kleine. Smaragde, kostbare Steine. Ich bin reich. Steinreich. Nick, hören Sie auf. Eine Falle! Weg hier! Sonst werden wir eingesperrt! Lassie, hilf uns! Ein Schatz? Mitten in einem Geschäft? Nein, eine Karte. Für einen Schatz, der versteckt ist. Dann auf Wiedersehen, Mrs. Lee. Mal sehen, vielleicht finden wir ja was. Auf Wiedersehen, Kinder. Seid schön vorsichtig. Ich muss gehen, Biff. Bis dann. Du!
kaum zu glauben. Im Geschäft von Mrs. Lee soll es einen richtigen Schatz geben? Ja, yep, das hat mir Lassie erzählt. Wow. Mrs. Lee freut sich bestimmt, dass sie einen Schatz hat. Deshalb lächelt sie immer so glücklich. Vielleicht gibt sie uns ein bisschen was von ihrem Schatz ab. Niemand gibt etwas von seinen Schätzen ab. Vergiss es. Schätze teilt man nicht. Also, wer von euch hat einen Wunsch, den er sich nie erfüllen konnte? Ich. Ich auch. Was ist denn los, Lassie? Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Das verstehe ich nicht. Wir sind bisher genau nach der Karte gelaufen. Hier muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Ich vermute, dass Dan Montaigne ein bisschen geflunkert hat. Sieh dir mal die Form dieser Felsen an. Total cool, oder? Warte mal kurz. Komm, Lassie, weiter. Für Mrs. Lee. Was sollen die Fotos? Wir bringen ihr einen richtigen Schatz. Zoe, warte! Beeil dich! Lassie! Komm endlich! Ja, verschwinde, du dämlicher Hund. Nick hat weit mehr Grips als du. Genau hast du den Schatz gewichtet? Nirgendwo. Lassie hat gesagt, dass der Schatz versteckt ist. Warte mal. Du weißt nicht, wo er sich befindet? Das glaube ich jetzt nicht. Versteckt ist eben versteckt. Ich nehme an, du hast keinen blassen Schimmer von Schätzen, die versteckt sind, nicht wahr? Klar habe ich Ahnung. Allein wenn ich das Wort Schatz höre, mache ich mich sofort in die Spur. Hier ist es doch. Hätte ich mir denken können. Hört zu, alles ganz einfach. Wenn jemand einen Schatz versteckt, packt er ihn dahin, wo er schwer zu finden ist, damit ihn kein anderer aufspürt. Das heißt, der Schatz muss hier sein, da, ganz oben. Das ist doch nur eine Büchse Erbsen. Er befindet sich in der Büchse, weil er nämlich versteckt ist. Wie kriegen wir die Büchse herunter? Nichts leichter als das. Wir starten die Mission Leiter. So, das meiste sind Wegmarkierungen. Aber was bedeutet das Knäuel da? Eine Figur oder eine Markierung? Es muss irgendetwas Besonderes sein. Es ist ein Baum. Eine Borstenkiefer. Wer hat es drauf? Okay, Lassie natürlich. Oh, sieh mal da oben. Was ist das? Scheint irgendeine Art Band zu sein. Danke, Lassie. Du bist die Beste. Sei vorsichtig, Zoe. Einen Moment mal. Hier ist noch ein Hinweis. Was für einer? Das sind Wasserlilien. Dort sind Wasserlilien? Harvey, mögen Biber vielleicht Wasserlilien? Ja, Biber mögen Wasserlilien sogar sehr. Warum? Weil dort Beaver Creek ist. Komm schnell, wir laufen zum Wasserfall. Ja. Was zum Wasserfall? Perfekt. Und wo sehen wir am besten nach? Irgendwo muss es einen Hinweis geben. Gehen wir runter. Warte. Ein Vergleich mit der Karte.
ich kann nichts entdecken, das aussieht wie auf der Karte. Aber es muss in der Gegend sein. Hier liegt etwas, Harvey. Was denn? Eine Schachtel. Und darin ist ein neuer Hinweis. Cool. Und wohin jetzt? Das könnten Berge sein. Wir gehen am besten die Serpentinen hinunter. Ja, wenn das auf der Karte welche sein sollen. Hä? Hier muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Ich vermute, dass Dan Montaigne ein bisschen geflunkert hat. Seh dir mal die Form dieser Felsen an. Total cool, oder? Warte mal kurz. Komm, Lassie, weiter. Für Mrs. Lee. Was sollen die Fotos? Wir bringen ihr einen richtigen Schatz. Verschwinde, du dämlicher Hund. Nick hat weit mehr Grips als du. Merkwürdig. Weiter. Okay. Wo genau hast du den Schatz gewichtet? Nirgendwo. Lassie hat gesagt, dass der Schatz versteckt ist. Warte mal. Du weißt nicht, wo er sich befindet? Das glaube ich jetzt nicht. Einen Hinweis geben. Gehen wir runter. Warte. Ein Vergleich mit der Karte. Ich kann nichts entdecken, das aussieht wie auf der Karte. Aber es muss in der Gegend sein. Was denn? Eine Schachtel. Und darin ist ein neuer Hinweis. Cool. Und wohin jetzt? Das könnten Berge sein. Wir gehen am besten die Serpentinen hinunter. Ja, wenn das auf der Karte welche sein sollen. Hä? Das kommt mir irgendwie zu einfach vor. Wir sind bisher genau nach der Karte gelaufen. Hier muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Ich vermute, dass Dan Montaigne ein bisschen geflunkert hat. Seh dir mal die Form dieser Felsen an. Total cool, oder? Warte mal kurz. Komm, Lassie, weiter. Für Mrs. Lee. Was sollen die Fotos? Wir bringen ihr einen richtigen Schatz. Warte!
Ja, verschwinde, du dämlicher Hund. Nick hat weit mehr Grips als du. Genau hast du den Schatz gewichtet? Nirgendwo. Lassie hat gesagt, dass der Schatz versteckt ist. Warte mal. Hast du mal eine? Stimmt. Wenn jemand Hunger hat, sind Erbsen so kostbar wie ein Schatz. Ich hab's euch gleich gesagt. Houdini der Hamster, ein Schatzsucher vom Feinsten. Kostet nur leckere Erbsen. Wer hätte das gedacht? Dan hatte letzten Endes tatsächlich einen Schatz. Aber einen, der nicht reich macht. Wollt ihr weiter nachforschen? Ich denke, dass der Schatz von Dan Montaigne gut aufgehoben ist, wenn er als Legende existiert. Genau. Deshalb sollte der Ausflug unser Geheimnis bleiben. Den wir nie vergessen werden. Und so wird unser Park vor Schatzsuchern bewahrt. Ja, und wie Dan zu sagen pflegte? Der wahre Schatz ist hier oben zu suchen. Und da drin, stimmt's, Lassie? Aus. Merkwürdig. Ein Sessel in einem großen leeren Raum. Hier ist nichts Besonderes zu entdecken. Was gibt's, Lassie? Sieh mal, da ist doch ein Hebel. Mein Vater hat einen Liegestuhl. Mit dem Hebel bewegt man ihn nach hinten. Pass auf. Okay, was geht denn jetzt ab? Mein Geschäft ausplündern könnt. Verschwindet! Weg! Frechheit! Biff, komm sofort her! Was, eine Büchse Erbsen? Das kann nicht sein. So was Verrücktes. Und wie weiter? Auf der Karte geht es offensichtlich auf der anderen Seite weiter. Was denn für eine andere Seite? Lassie! Wo ist sie nur hin? Wenn ich das wüsste. Sie muss hinter dem Wasserfall sein. Pass auf! Willst du da ernsthaft durch? Na klar will ich das.
Zoe! Zoe? Alles in Ordnung? Was geht da vor? Eine Falle! Weg hier! Sonst werden wir eingesperrt! Lassie, hilf uns! Ein Schatz? Mitten in einem Geschäft? Nein, eine Karte. Für einen Schatz, der versteckt ist. Dann auf Wiedersehen, Mrs. Lee. Mal sehen, vielleicht finden wir ja was. Auf Wiedersehen, Kinder. Seid schön vorsichtig. Ich muss gehen, Biff. Bis dann. Lassie, wo bleibst du? Das ist kaum zu glauben. Im Geschäft von Mrs. Lee soll es einen richtigen Schatz geben? Yep, das hat mir Lassie erzählt. Wow, Mrs. Lee freut sich bestimmt, dass sie einen Schatz hat. Deshalb lächelt sie immer so glücklich. Vielleicht gibt sie uns ein bisschen was von ihrem Schatz ab. Niemand gibt etwas von seinen Schätzen ab, vergiss es. Schätze teilt man nicht. Also, wer von euch hat einen Wunsch, den er sich nie erfüllen konnte? Ich. Ich auch. Was ist denn los, Lassie? Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Zoe, alles in Ordnung? Wow. Lassie, du bist wirklich unschlagbar. Ist dir das klar? Gehen wir. Komm schnell, da muss irgendwas sein. Die ist für dich. Oh, dort vorne ist etwas zu erkennen. Ja, das wird es sein. Du hast recht. Genau das muss es sein. Der Schatz von Delmontaine befindet sich bestimmt hinter dieser Tür. Das ist total irre. Zoe, tu's nicht. Ich bin sicher, dass wir hier richtig sind. Lass uns nachdenken. Eine Karte, die keine ist, der Wasserfall, der Hut von Dan. Nichts ist wirklich so, wie es zu sein scheint. Diese Tür aber ist eindeutig eine Tür. Nein, hier ist der Schatz. Und jetzt gehört er mir. Nick, wie sind Sie denn hierher gekommen? Tja, ihr beide habt mich geradewegs zum Schatz geführt. Vielen Dank. Dann sehe ich mir meinen Schatz mal an. Das dürfen Sie nicht! Warte! Und wohin jetzt? Das könnten Berge sein. Wir gehen am besten die Serpentinen hinunter. Ja, wenn das auf der Karte welche sein sollen. Hä? Das kommt mir irgendwie zu einfach vor. Ah! Sieh mal dort, Harvey! Das ist der Wasserfall! Wirklich sehr interessant. Ja. Was er besaß, ist hier drin. Ehrlich? Irgendwann hatte ich Dan nach seinem angeblichen Schatz gefragt. Und da hat er mir die Schachtel gebracht. Dan pflegte zu bemerken, wenn du einen Schatz suchst, sieh am besten hier oben nach. Das heißt, alles ist nur Einbildung? Hey, in der Hutkrempe steckt Papier.
Mein Opa hat das auch gemacht, damit sein Hut besser passt. Aber Dan hatte einen ziemlich großen Kopf. Wieso steckt dann in dem alten Hut Papier? Um ein Geheimnis zu bewahren. Eine Karte. Wow. Was haben Sie denn da? Nichts, was für Sie von Interesse wäre. Und Nick, wie läuft denn Ihr Geschäft? Ah, mehr schlecht als recht. Zurzeit sind nicht viele Touristen unterwegs. Pack die Karte weg. Dem traue ich nicht. Wollen Sie die Sachen da kaufen? Ah, lassen Sie mal. Ich hab's mir anders überlegt. Ich mag den Typ nicht. Wonach hältst du Ausschau? Ob Lassie da drin ist? Ich bin hier. Oh, Lassie! Was für ein Zufall. Schön, dich zu sehen. Gibt's was Neues? Die Kinder haben hier im Geschäft eine Schatzkarte gefunden. Mir irgendwie zu einfach vor.